Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Hearts of Iron 4 mit Felix. So, und worauf hat er mich gerade aufmerksam gemacht? Die scheiß Italiener sind einfach bei mir im Hinterland gelandet. Diese verfickten Hurensöhne. Diese fiesen Italiener. Und bei Felix sind sie auch gelandet. Was die Italiener sich dabei denken, ich weiß es nicht. So, die Zeit, wir lassen die Zeit einfach mal erstmal weiterlaufen. Ich krall mir jetzt 4 Truppen. Und die gehen jetzt nach oben und erobern den Hafen zurück, so dass sie dann halt keine Verstärkung mehr kriegen. Mit taktischer Verlegung bist du wesentlich schneller. Ja, ich weiß eigentlich. Wie du siehst. So, dann kommt der Trupp da noch rein. So. Ich glaube, ich könnte die von ein bisschen ausweiten. So, hier und durch hier noch ein bisschen. So. Meine Pferde, los, marschiert. Die scheiß Italiener werden sterben. Diese blöden Affen. Ivan Konev. Oh ja, das sieht auch gut aus in der Türkei, wobei ich glaube, der Vormarsch stockt gerade ein bisschen. Nein, das ist alles Taktik. Vergiss die Taktik, einfach drauf los jetzt. Los, hopp, hopp. Auf, Marsch, Marsch. Ich komme dir zur Hilfe. Alter, Türken unterstützen die Italiener da unten bei dir in diesem italienischen Fleckchen. Türken, wobei die Türkei hier gerade zur Hälfte eingenommen ist. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, bevor meine Pferde da ankommen mit ihrem taktischen, mit dieser strategischen Verlegung, hast du den italienischen Fleck in Russland da längst ausradiert? Ah, das vielleicht nicht. Ich glaube schon. Die sind nämlich immer noch unterwegs. So. Jetzt verschlüsseln wir ein bisschen was. Zum Beispiel unsere Nachrichten. Naja. Wann wählen die jetzt? Nächste Wahlen im Mai 1944. Was? Hä? Ach. Wie kann das sein? Wie? Jugoslawien, 55% kommunistisch und die sind immer noch neutral. Ja. Ist auch scheiße. Weil die Regierung noch non-aligned ist. Nein, es geht darum, dass die in diesem Jahr, im Mai, hatten sie Wahlen. In diesem Jahr hatten sie Wahlen? Ja, jetzt im Mai hatten sie Wahlen und die sind immer noch neutral. Das kann nicht sein. Das ist doch Beschiss. Mann. Ärgerlich. Das ist leicht.
So, was kann ich an meinen Divisionen noch verändern? Kann ich da noch was verändern? Hier nicht. Hier könnte ich noch ein Feldlazarett reinpacken und eine Logistikkompanie. Zack. Hier hole ich mir dasselbe Feldlazarett, Logistikkompanie und ich glaube, die kriegt auch noch Pioniere. Warum nicht? Motorized Dingsbums da. Logistikkompanie und Feldlazarett. Wobei, euch bilde ich gar nicht aus, oder? Nee, euch bilde ich gar nicht aus. Liberia ist Alliierten beigetreten, toll. Das können Sie meinetwegen noch machen. Marines. Die Marines, die kriegen auch ein Feldlazarett. Die bilde ich aber auch nicht aus. Ich bin so doof. Ich bin echt doof. So, irgendwas wurde fertig erforscht, keine Ahnung was. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. So, Bauwesen. Erhöhen wir die Baugeschwindigkeit. Die Bauindustrie, oh ja. Alles. Wohl? Alles? Och nee. Das ist doch scheiße. Das ist echt scheiße. Ich habe gerade überprüft, die Bauindustrie liefert sehr viel Baugeschwindigkeitsboni. Nur leider überhaupt nicht für Militär- oder Zivilfabriken. Das ist Bullshit. Ist mir auch schon aufgefallen. Das ist echt scheiße. Mann. Rumänischer Brückenkopf, komm. Mach ich das. So. In meinen Armeen sind jetzt 74 Divisionen und außerhalb habe ich irgendwie, glaube ich, noch 6 oder so. Vernichten wir sie. Nikolai Watutin. Nikolai. Giovanni Messe. Hä, wie spät ist es eigentlich? Okay. Verzeihung. Ach ja. Hinterhalt, Taktikmodifikator. Der ist ein Waldjäger und ein Schlitzohr. Cool. 5 gegen 3. Oh yeah, da haben wir die Italiener aber richtig platt gemacht. Ach, marschierst du wieder vor? In Deutschland? Eigentlich habe ich schon abgebrochen, aber die Kämpfe noch mal ein bisschen zu Ende. So, hast du so einen kleinen Ansturm gewagt? Ach so. Ich will die hier bei, weiß nicht, gibt es irgendwo einen Ort, den man beschreiben kann, wollte ich die Nähe Krakau, wollte ich die einkesseln. Aber das hat nicht immer so optimal funktioniert, kann man sagen.
Ja, sehe ich Der gerade. Kessel ist nur halb und so viele Truppen stehen da auch nicht mehr drin. Naja, also ich finde Truppen stehen da doch noch ordentlich, ganz ordentlich. Aber klappt halt tatsächlich nicht mehr so gut. Verteidigungen sind halt doch. Oh, Deutschland kämpft gegen Frankreich. Oh, geil, geil. Du kannst dich mal darauf vorbereiten, vorzurücken. Wenn jetzt die Alliierten einsteigen, dann dürfte sich da einiges umändern. Also, warum ist meine Armee hier immer noch in Vorbereitung? Wollt ihr mich verarschen? Die können gar nicht Da mehr hast in du auch die Vorbereitung. ganzen japanischen Jäger. Jetzt sehe ich das. So, welche Kriege werden denn gerade geführt auf der Welt? German-French War. Da kämpft nämlich, genau, UK. Ja, sämtliche Alliierte kämpfen gegen Deutschland. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und da Deutschland nicht mit seiner vollen Macht hier auf Frankreich raufprasselt, könnte das sogar gut ausgehen hier. Vor allem, weil sie jetzt Truppen abgezogen haben von unserer Grenze. Die müssen voll viel abziehen. Guckt mal, wie wenig da nur noch rumsteht. Tada. Na gut, so wenig, also ich, für meine Truppen ist es noch nicht ganz so Aber wenig. teilweise haben die nur noch drei Einheiten oder so stehen. Ja, das ist und die Alliierten landen gerade in Holland. Wann die Franzosen losmarschieren werden, weiß ich nicht, aber naja. Ich biete den Franzosen mal Militärzugang an und den Briten auch noch. Ich habe mal so eine Frage an dich. Wollen wir später, ne? Wenn der Krieg hier, wenn der Zweite Weltkrieg vorbei ist, wollen wir dann noch ein bisschen weiterspielen und dann versuchen, den Rest der Welt zu erobern, also auch Frankreich und Vereinigtes Königreich und so weiter? Oder wollen wir das lassen? Können wir dann gucken, glaube ich, wie es von der Zeit her passt. Ich meine, das Haupt-Let's Play wird sich dann wahrscheinlich nur um das hier drehen, um den Zweiten Weltkrieg, und danach wird dann so einmal pro Woche vielleicht noch so eine Fortführung stattfinden. Dachte ich mir zumindest. Dass es eigentlich ganz cool wäre, vielleicht auch mal so die ganze Welt irgendwie zu erobern. Wie gesagt, wenn das zeitlich dann passt, Ja. kann ich nicht so weit planen bisher. Naja, wir gucken. Wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. Boah, jetzt ruckelt's ein bisschen. Verzeihung. Na los, Briten, zeigt, was ihr könnt. Los. Ich verstehe nicht, warum Frankreich nicht vormarschiert. Ich verstehe Können es sie nicht einfach nicht. vormarschieren? Ich meine, deutsche Truppen stehen da ja auch. Ich sehe da ja aber keine Kämpfe, darum geht es. Ich sehe weder in Frankreich Kämpfe, noch an der Küste sehe ich nur Briten, die kämpfen. Wenn Truppen stehen, war es halt bei uns. Die rücken nicht vor, wenn es keinen Sinn macht, vorzurücken. Oh, sind die USA eigentlich auch Alliierte? Nein. Okay, dann haben sie nur Freiwillige geschickt. Das ist. Und was halten die Türken natürlich mit aller Macht? Antalya, ist klar. In deinem Rücken. Ah, ich weiß. Okay, gut. Wollte ich nur gesagt haben. Und oben bei Istanbul, beziehungsweise aus Richtung Istanbul marschieren die Türken wieder vor. Ach, Italien besetzt ja Rhodos. Deswegen. Deswegen. Du hast noch Truppen da in der Ukraine. Die könntest du vielleicht auch Richtung zu den Türken in Richtung Türkei schicken, eventuell.
Ich will es erstmal ohne die versuchen. Ich glaube, ich höre auf, jetzt Kavallerie auszubilden. Das ist dämlich. So. Dafür bilde ich jetzt motorisierte Truppen aus in Kaunas und keine Ahnung, Navarra. Navarra? Das heißt nicht Navarra, das ist Navaradak. So, Navaradak. Also für meine Truppen ist es immer noch mega gefährlich, hier loszumarschieren. Also da steht immer noch Plan, sehr riskant, unterlassen. Boah, ich glaube, das halt auch mit roten Pfeilen vor, also nicht zu empfehlen, aber... nicht zu empfehlen, aber ach, was soll's, YOLO. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ich habe jetzt nicht Zeit, irgendwas Großes aufzubauen mit Luftangriffen, Fallschirmspringern oder ähnliches. Okay, dann starte ich jetzt auch. Ich meine, wenn wir dann zu zweit da drauf gehen, dann sollte das doch halbwegs irgendwie gehen. Oh, Mann. Sie tun mir ja fast leid. Aber nur fast. Da wurde wieder was sabotiert bei mir. Oh, Mann. Diese Dumpfbacken. Hä? Was suchen die hier? Warum? Warum tun sie sowas? Meine Truppen aus dem Süden laufen irgendwie quer nach oben über Ostpreußen und dann wieder nach unten. Ja, das ist die schöne AI-Steuerung. Check ich überhaupt nicht. Frankreich, passiert bei dir noch was? Nur mal so als Frage. Ich schätze mal, der Stadtstaat hat genug Truppen, dass sie nichts versuchen. Wie kann Deutschland so viele Truppen haben? Das geht gar nicht. Okay, bei haben ja nur bis zu 600 Truppen. Ja, da wollte ich gerade sagen. Okay, ich nehme es zurück. Plus ein, ja, okay, super. So, Krakau. Ich glaube, Krakau besitze ich. Gut. Meine Truppen marschieren auch vor. Zumindest soweit es nun mal geht. Ach man, Jugoslawien. Willst du nicht auch irgendwie mitmachen, warum wir kämpfen? Ich halte meine Truppen jetzt wieder an. Ach, wahrscheinlich, weil sie hier den Neutralitätsschwerpunkt haben. Und Freiheitsethos. Vielleicht weil sie darauf gegangen sind. Also ich würde raten, nicht weiter anzugreifen. Mir? Okay. Ja. Jedenfalls nicht großartig. Okay, nur einzigartig. Oh, da könnten wir noch was erobern. 95% gegen Gerd von Rundstedt. Boah, das ist so krass. Und mein Feldmarschall, der lernt einfach nichts. Der ist doof wie Brot. Der ist doof wie Brot. Istanbul zu erobern könnte schwer werden. Ah. Türkei hat kapituliert. Istanbul könnte schwer werden. Türkei hat kapituliert. Bumm. Okay. Eventuell doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ah, doch, trotzdem. Die Italiener sind da ja noch. Die Italiener sind da noch und die Bulgaren werden jetzt kommen jetzt auch. Also, ja.
Wobei, wenn ich Antalya übernehmen würde, hätte ich es auch mit den Italienern nicht hier zu tun. Ich glaube, ich will doch kein Antalya. Dann nehme ich nur Izmit und Ankara. Müsste dann eigentlich reichen. So und so. Cool, dann habe ich jetzt ein bisschen Chrom. Was kann ich mit Chrom eigentlich anstellen? Brauche ich Chrom? Andere Frage, wofür kann ich Chrom brauchen? Für genau rein gar nichts. Ja, Jugoslawien ist Kommentaren beigetreten. Oh ja. Scheiße, ich kann Chrom für nichts gebrauchen. Ist ja dumm. Panzer. Ich baue keine Panzer. Außerdem der einzige Panzer, den ich im Moment bauen könnte, Dieser wäre Porsche der... von. Ja, Renault FD. Oh ja. Und auf gegen die deutschen Tigerpanzer damit. Ja, auf sie mit Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. Du siehst, du erkennst das Problem. Ja. Gut. 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 Aha. Istanbul ist mein. Oh yeah, super. Muss nur halten können. Ach, das wird klappen. Falls sie intelligent dazu sind, diese Truppen. Vielleicht solltest du eine zweite Truppe dahin stellen. Würde ich Ich nur will mal sie auch vorschlagen. automatisch stehen haben, aber das ist so ein bisschen suboptimal. Ah, die Kriege wurden auch gemerged. Oh, stimmt. Deutsch-Französisch-Krieg. Ja, wir kämpfen jetzt mit dem deutsch-französischen Krieg. Also einer Krieg ist immer wichtig. Ja. Kaum wird Frankreich angegriffen, schon ist die ganze Welt dran beteiligt. Das geht so nicht. Frankreich darf nicht angegriffen werden. So, ich habe über 200.000 Mann verloren. Nicht schlecht. Oh, da werden die Deutschen sie wahrscheinlich, glaub ich, nicht los mit 20, wenn sie 20 Divisionen da stehen haben. Dazu ein Panzer, zwei leichte Panzer. Obwohl die sind von Versch mit von ja, die haben Verschleiß. Ach, jetzt sehe ich auch die französischen Truppen. Günther von Kluge. Kann mir bitte einer verraten, warum ständig die Generäle hier durchgewechselt werden? Das ist total bescheuert. Bei den Deutschen. Nee, nicht bei den Deutschen. Gerade war das bei den Amis. Ja, jetzt ist da gar kein General mehr. Ich weiß nicht, kann man General sagen? Kein Feldmarschall, kein... Doch, ich glaube kein General. Mein Feldmarschall ist dumm wie Scheiße. Der hat so viel jetzt gekämpft und hat nichts dazu gelernt. Mein anderer General, der hat schon einiges. Der hat fast 30% von Pionier erledigt, fast 50% von Waldjäger erledigt, fast Ich weiß 50% gerade von nicht, wie die Häuserkampfspezialisten. nur 24 Einheiten laden können. Die lernen auch doppelt so schnell, glaube ich. Soweit ich weiß, gibt's nur einen Malus, wenn die Feldmarschälle von der alten Garde sind. Nee, das ist, wenn die
Die lernen aber wirklich schneller, wenn du die 24 Limit Teile nimmst. Oh Mann. Die lernen wesentlich, wesentlich schneller. Ja, okay, gut. Dann verzeihe ich ihm. Dann verzeihe ich ihm. Ach, jetzt. Ah, ich habe alle hier. Okay. Militärfabriken, Militärfabriken. Ich baue jetzt Militärfabriken, Militärfabriken, Militärfabriken. Ganz viele Militärfabriken. Swoop, 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 swoop. So. Oh ja, vielleicht sollte ich das vorher nochmal umbauen. Das hier. Scheiß auf die Infrastruktur, kein Schwein braucht Infrastruktur. Oh scheiße, ich glaube der Part ist vorbei. Der Part ist seit 7 Minuten vorbei, wir haben gleich einen halbstündigen Part, scheiße. Ach, wird auch mal passen. Ich weiß nicht, wie begeistert man davon ist, uns hier eine halbe Stunde lang so doof zuzusehen. Ich glaube, da gibt's auch deutlich Schöneres. Nein. Okay, wenn du das sagst. Diesem glanzvollen Gameplay hier zuzuschauen, uns Profi. Kann es nichts Besseres geben. Nein, merkst kannst du wirklich nicht. Wie viel Ahnung wir von diesem Spiel haben. Also wenn es davon irgendwie so eine Weltmeisterschaft gäbe, ich glaube, die würden wir gewinnen. Ganz easy. Ja. Total. Felix und Adrian erklären, wie spielt man Hearts of Iron? Also man nimmt die Truppen und haut sie einfach ab. Wie wird das funktionieren? Man nimmt die Truppen und schiebt sie einfach woanders hin. Anspielung auf SpongeBob, falls du es nicht kennst. Nein, ich kenne keinen SpongeBob. Nein, ach man. Ich habe die Serie nie gemocht. Als ich kleiner war, habe ich sie gemocht. Jetzt mittlerweile hasse ich sie. Weil also es gibt so hoch intelligent. Ja, genau deswegen. Das ist über meinem Niveau. Das kann ich gar nicht mögen. Willst du aber trotzdem gleich mal den Part cutten sonst? Ach so, ja, habe ich schon wieder. Vergessen. So. Alles klar. Gut. Dann bedanke ich mich herzlichst fürs Zuschauen, dass ihr wie immer noch geduldig dabei seid. Ich denke, der Krieg wird bald, ja, in den nächsten 20 Parts sollte der Weltkrieg dann vorbei sein, denke ich. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Sana verabschiedet sich. Ciao.